Boah, erstmal ein Würstchen reingeschoben. Ja, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, seit langem mal wieder ein bisschen unterwegs. Heute einen Tipp gekriegt, deswegen ging alles ein bisschen hopplaub. Sind jetzt hier irgendwo mitten im Wald. Und werden jetzt gleich ja in einem riesengroßen Bunker unter einer Stadt gehen. Eingang mitten im Wald. Okay, schauen wir mal ganz einfach. Wie kommst du denn hinter wieder hier raus? Naja, ist ganz tricky hier, weil das eine Gitter, das ist vorgeschraubt und die Tür geht andersrum auf. Okay. Die Lüftungsrohre bläst hier ordentlich rein und ja, Dennis leuchtet gleich mal nach vorne. Ich setze gleich meine Kopflampe auf, wenn wir unten angekommen sind. 98 Millionen Stufen abwärts. Aber das ist eine gut gebaute Treppe. Wir sind gleich auf der ersten Sohle, sage ich jetzt mal ganz einfach. Es gibt so gut wie gar nichts im Witz über diesen Bunker. Oh, da geht's weiter. Eieiei. Ich habe jetzt gar nicht die, die Stufen gezählt, aber. Sind schon einige. Aber nichts gegen die Maginot-Linie. Ich glaube, die Stufen, die sind anstrengender und fünfmal mehr als die Sehe. Auch da geht es nochmal runter, okay? Doch, wenn das jetzt noch fünfmal kommt, nehme ich meine Behauptung zurück. Ja, alles Spritzbeton hier. Das soll übrigens ein Bunker sein, nicht vom Ersten, Zweiten Weltkrieg, sondern eigentlich ist ja zur Zeit des Kalten Krieges gebaut worden, habe ich irgendwo gelesen. Deswegen ist mal ganz interessant zu sehen, was man da unten so alles noch findet. Das heißt, ich sag mal 1950 ungefähr, erbaut, 80 Jahre alt, dieses Gemäuer hier. Da sieht man einen kleinen Stalaktit. Wovon immer das oben kommt, weiß keiner. Ich denke mal, den hat einer also einfach hier hingestellt. Ja, abgebrochen und einfach hingestellt. So, und hier wird es natürlich jetzt mal ein bisschen interessanter. Ja, Leute, jetzt gucke ich einmal direkt ins Licht und ihr guckt in mein Licht rein. So. Also wir sind jetzt, glaube ich, unten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber zumindest sind die Stufen erstmal zu Ende. Ich schaue mich mal kurz rum. Hier ist Ende im Gelände. Hier geht es nicht weiter. Eine alte Kette, ein Handgriff oder was auch immer. Und über uns kleine Sinterröhrchen, die sich hier im Laufe der Zeit gebildet haben. So, mal ein bisschen Licht in die Bude machen. Ja, Stehhöhe ungefähr 2,30 Meter, Breite ja, 3 Meter, 3,50 ungefähr, überall sind Ablaufrinnen hier und ja, man sieht, es geht in allen Richtungen weiter. Uit heißt eigentlich Ausgang, das heißt da hinten könnte es unter Umständen auch nochmal Ausgang geben. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt ungefähr 30, 40 Meter runtergegangen sind und auf Höhe eines Berges sind, wo ich auch vor Jahren mal drin gewesen bin. Dort habe ich auch zwei riesengroße Portale gesehen, die unter Umständen zu diesem Bunker gehören könnten. So, was finden wir hier? Sachen für zum Feuerlegen. Zum
Feuer machen? Ja, oder ist es für die Fledermäuse, ne? Ja. Ja, das riecht ja auch alles so ein bisschen nach Schnaps. D und O. Ja, wir sind schon mal hier drin gewesen vor kurzem und haben sehr wahrscheinlich ein Feuerchen gemacht. Ziemlich dumm, aber was soll's. Da sind wir hergekommen, da gehen wir gleich dann nochmal durch. Ich kann euch jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, in welche Richtung wir gehen. Also in welche Himmelsrichtung. Das ist so eine kleine Ausbuchtung. Tja. Also groß verlaufen kann man sich im Moment nicht. Ah, guck mal hier. Sind wir jetzt hinter der Fabrik? Mhm. Ah, okay. Ich leuchte mal kurz rein. Ich weiß nicht, ob was sieht, aber das ist einer der beiden Eingänge, wobei ich die mir die damals größer vorgestellt habe. Ich gerade noch zum Dennis gesagt habe, die sind so groß, dass ein LKW reinfahren kann. Wenn man jetzt mal die Dimension guckt, auch 2,30 Meter, 2 Meter breit, 2,50 Meter. So, da müsste es aber allerdings jetzt noch einen Eingang geben. Ich weiß jetzt nicht, welcher das jetzt gewesen ist. Es waren zwei nebeneinander. Damals hat man mir gesagt, oder habe ich irgendwo gelesen, dass das praktisch ein Werksschutzbunker ist, in U angelegt. Jetzt gehen wir mal ganz einfach hier rechts, rechts vielleicht. Ach, da waren wir noch gerade. Also wir gehen jetzt praktisch wieder zurück. Ja, möglicherweise. Aber das ist schon heftig, dass man dann oben den Eingang hat und so tief dann ganz einfach mal runter geht. Ne? Ja, also im Endeffekt läuft man hier durch. Blindstollen. Rechts und links, ein Weg führt weiter. Und wenn wir jetzt gleich vor dem nächsten Torbogen stehen oder vor dem nächsten Ausgang, dann wird es der zweite am Berg gewesen sein. Das ist echt Wahnsinn. Ja, jetzt stehen wir vor dem zweiten. Gut, jetzt wissen wir zumindest, was ich hier hinter diesem Regnen. Ja, hier vor sind Gitter. Komplett alles zugegittert, dass man vom Berg aus nicht rein kann. Wir haben so ein paar Pullen reingeschmissen. Hier unten. Jetzt könnte man mal spekulieren. Also es schien dann doch ein Werksbunker zu sein, weil hier geht es nirgendwo weiter. Das sind ganz einfach der obere Einstieg. Keine Ahnung, ob hier 400-500 Personen Platz drin gefunden haben oder hätten für den Notfall. Es ist auch nichts weiter hier irgendwie ausgebaut, dass man irgendwelche Bänke sieht. Da ist ja was abgetrennt. Ja, genau. Stromtrassen könnte das gewesen sein. So, und das sind dann die Beschriftungen am Ende? Nee, absolut keine Beschriftung. Ganz einfach vorbereitet. Ja, und dann irgendwann, als die Amis und die Russen sich zurückgezogen haben, ist das Ganze wieder zurückgebaut worden, zugemacht worden und fertig. Also das scheint dann einer dieser Schutzräume gewesen zu sein.
ja, wo sich dann die Leute aufhalten sollten. Gänge frei natürlich. Ja, das sieht natürlich stark aus. Echt? Ja, ist natürlich Schwachsinn, ne? Obwohl, das ist ein, Abwasserrohr, denke ich mal. Könnte das sein, oder? Weil ich sag mal, hinter so einer verschlossenen Wand, was soll dann da jetzt noch hinter sein? Es gibt hier natürlich noch eine andere riesengroße Bunkeranlage drunter, die, glaube ich, wesentlich größer ist. Ich habe jetzt gedacht, das wäre die. Ja, und da sieht man mal ganz einfach den Schaden, den die Leute hier anrichten, hier reingehen. Weil das sind alle Sachen, die da oben gehangen haben. Und sehr wahrscheinlich immer ein bisschen länger gewesen sind. Na gut. Weißt du, was mich mir ein bisschen mulmig macht? Dass da oben einer das Gitter zuschiebt. Deswegen gehen wir jetzt mal schnell wieder hoch. Ja, hoffen, dass da in der Zwischenzeit, man, wir sind jetzt 10 Minuten hier drin, muss jetzt revidieren, riesengroß. Die ist groß, okay. Vielleicht auch jetzt durch die Stufen ein bisschen anstrengend. Kaputt. Das ist jetzt ein Raucher. Gut, ich habe es auch ein bisschen. Ich bin nur 30 Jahre älter. Ich darf das. Also die Stufen machen das Ganze auch nicht bequemer. Ob hoch oder tief, lang oder kurz. Rauf müssen wir. So oder so. So Leute, wenn jetzt hier noch was passiert, ist das das Ende des kleinen Videos. Luftschutzanlage. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Bleibt dabei, gebt ein Abo, ein Like. Ja, ich guck mal, was ich vielleicht noch rausfinde. Weil jetzt kann ich auch mal unter anderen Aspekten suchen hier, dass ich da vielleicht doch noch ein bisschen was zu finden habe. Also, mach's gut, bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Auch wenn ich aus der Puste bin, mach's gut. Ciao.